Jo Leute, willkommen zurück bei Jurassic Park Bilder. Ja, wir machen es momentan so, oder habe ich mir jedenfalls so gedacht, je nachdem was los ist. Jurassic World wird es weiterhin jeden Tag geben. Jurassic Park Bilder und Clash of Clans wechseln sich ab oder mal kommen sie auch beide, je nachdem was so ansteht. Bei Clash of Clans habe ich momentan nichts. Deswegen rudern wir wieder hierhin. Hier hat sich sehr viel getan. Ich habe sehr viel Ressourcen gesammelt, aber ich habe meine Dinos noch nicht gesteigert, weil das wollte ich ja mit euch machen. Fand ich besser. Ich sammle sogar jetzt noch mehr ein. Das lohnt sich. Das lohnt sich immer. Das Ressourcen sammeln. Jo, dann überlegen wir uns als erstes mal, wen wir hier steigern. Ich würde sagen, den Tyranno, den können wir ja jetzt endlich zu Ende füttern hier. Dann bringt er noch mal eine ganze Spur mehr und dann geben wir ihn in die Evolution, weil der bringt bestimmt richtig viel. Vielleicht schalten wir ihn sogar direkt frei, je nachdem. Ich opfer jetzt hier auch mal einige. Ah, das nervt. Jetzt mache ich doch lieber Kohle. Ja, komm, den letzten. Natürlich klar, dass es nicht so einfach ist hier, den Tyranno hochzusteigern. Aber irgendwann muss man es machen. Yeah. Nee, und ich finde das ein bisschen cooler, wenn es nicht jeden Tag ist. Also Jurassic Park Bilder und Clash of Clans, sondern immer abwechselnd. Dann gibt es halt auch ein bisschen mehr zu zeigen oder coolere Sachen. Man kann sich ein bisschen mehr zusammensparen, planen und so, weil wirklich jeden Tag, das wird dann irgendwann zwanghaft. Dann hat man nichts mehr zu zeigen. Jo. Aber hier konnte ich jetzt super sparen und kann mich jetzt auf den Tyrannosaurus konzentrieren. Und die Kampfstufen weitermachen, Quests erledigen, das ist doch super. Genau so gefällt mir das und genau so machen wir das auch weiterhin. Lego Jurassic World wird es natürlich auch noch geben. Ich habe jetzt am Wochenende nicht die Zeit gefunden. Aber seid euch versichert. Ich kann es euch versichern, dass es noch eine geben wird. Diese Woche hundertprozentig. Darauf würde ich meinen Kanal verwetten. Ernsthaft. So. Yo, wir haben's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh komm, das können wir ausgeben. Oh, jetzt wird's teuer. Ernsthaft? Ah, das nervt jetzt ein bisschen. Der hat ja richtig viel gefressen. So, dann gehen wir mal in die Schlacht. Der hat richtig viel gefressen. Alter Schwede, wie stark ist der jetzt? Oh, Alter, gebt euch. Hammerhart. Das hat es auf jeden Fall gebracht. Läuft bei mir. So, jetzt suchen wir uns noch einen Pflanzenfresser. Der sich ebenfalls lohnt zu steigern. Ich schaue da lieber nochmal hier nach. In der Kampfarena. So. Uran, Erkurytosaurus haben wir, glaube ich, auf Max. Iguanodon. Den könnten wir mal steigern. Und dann sieht das Ganze langsam auch schon viel besser aus. Jo. 20k. Alter. So. Den Tyranno wollen wir natürlich gleich in Aktion sehen. Ich habe ziemlich viel für den geopfert, ey. Ziemlich viel Kohle. Und dazu noch Dollars, also Bucks. Heftig das Ding, ey. Mist. Komm schon. Gib alles. Ach Mensch, du bist doch echt. Ein Vogel bist du. Übrigens, Leute, habe ich mir überlegt, es soll mal wieder einen Commentary geben. Also Let's Commentary. 03 wäre es ja dann in dem Fall. Und ihr könnt gerne schon eure Fragen oder überhaupt Kommentare dazu schreiben. Ganz egal was, ihr kennt ja die Regeln mittlerweile. Sonst schaut euch die letzten Commentaries an.
Schreibt mir also in den Kommentaren dann das, was vorkommen soll oder was ihr gerne hättet oder was ihr kommentiert oder worum es euch geht. Ich bin gespannt. Nee, das sehe ich nicht ein. So, jetzt haben wir genug Kohle ausgegeben für den Shit. Und ich wollte mal nachschauen, ist hier überhaupt noch ein Dino offen? Keine, doch. Pachyrhinosaurus. Ah, den finde ich aber kacke. Eieieiei. So, wir gehen mal eben in den Aquapark. Dort war ich schon länger nicht mehr. Um den habe ich mich gar nicht gekümmert. Ich habe mich wirklich nur um den Jurassic Park gekümmert. Und da seht ihr es auch. Irgendwie lädt er jetzt hier wieder irgendwelche Patches oder so. Ist ja nicht schlimm. Ich hoffe nur, dass er nicht wieder rummeckert und mich rauswirft. Aber sieht gut aus. Yeah. So. Da hat uns das U-Boot etwas gebracht. Ja, lächerlich. Schicken wir dich mal wieder los. So, sammeln wir den Kram hier mal schnell ein. Ja, es ist überschaubar. Braucht man noch ein bisschen Erfahrung. Kann ich hier irgendwas abräumen? Das ist ja nicht so teuer. Das geht. Und jetzt ab in den Gletscher, der wird uns auch ein bisschen anmeckern und wird was runterladen wollen. 100 Pro, ja. Passt die gleiche Größe wie bei dem Aquapark. Ich find's okay. Komm schon, das packst du. Ich glaube an dich. Yeah. So, das hat er auch gepackt. Und wir sind auch schon da. So, was hat uns der Heli gebracht? Ein Heli! Yeah, ein Bug. Vielen Dank. Kann ich wieder eine Woche überleben. Mensch. So, den hatten wir ja gesteigert. Den füttern wir jetzt ein bisschen hoch. Und haben wieder eine Mission erledigt. Stufe hoch, sehr gut. Wieder zwei Bugs dazu. Sachen freigeschaltet. Geil. Nee. Was? Mein Schatz, schön dich zu sehen. Wie war der Flug? Unglaublich, das Wetter war zwar etwas launisch, aber ich will mich nicht beklagen. Die Berge sahen von oben wundervoll aus. Danke, dass du uns hergebracht hast. Okay. Und das ist nur der Anfang, Kelly. Es gibt hier eine Menge zu tun. Wir sollten am besten gleich anfangen. Willkommen in deinem neuen Zuhause im Gletscherpark. Yo, der Gletscherpark ist schon cool. Wir sollen zwei Verzierungen platzieren. Das können wir auch gerne mal machen. Wenn die nicht so teuer sind. Ja, komm, 9000. Das hatte ich schon so oft platziert. Egal. Machen wir es halt wieder. So, und die andere. Alles in einer Reihe. Ist doch schnieke. Zack. Yo. Sehr gut. Oh, gibt uns keine neue Mission. Fieser Typ. So, steigern wir den Megaloceros weiter. Ja, schaffen wir es? Nicht. Schade. Entelodon. Hat es ein Hyäne oder Wildschwein artig und das ist halt so ein Hirsch. Aha. So sahen die also früher aus. So, wir gehen jetzt Kampfstufe machen und schauen uns den krassen Tyranno mal an. So, ich glaube, der Tyranno kann das sogar alleine. Na, nicht ganz alleine. Der braucht schon ein bisschen Unterstützung vom Alo. Aber das sollte eigentlich reichen. Wir probieren's. Gucken, was der jetzt für einen Schaden macht. Ich bin super gespannt. Hat sich ja gelohnt, den zu steigern. Krass ist der. Ich bin dran. Das gefällt mir. Geben wir ihm mal einen Schlag ab. Ui, okay. Aber immerhin noch 400. Obwohl es nicht effektiv war. Alter, 2500. Mit einem normalen Hit quasi. Ich bin dran. Ich glaube, dem müssen wir aber einen Schlag geben, oder? Auch nicht. Okay, egal. Lol, er wechselt einfach immer wieder. Derp. Jetzt fängt er mit dem Kack an. Ich brauche meine Ressourcen. Hat doch nicht mal gekratzt, gekitzelt, was auch immer. Stirb. So, hier wissen wir, der Biss wird hier effektiv sein. Ich würde gerne mal eine
Spezialattacke von unserem Tyranno sehen, wie viel der zieht. Auf geht's! So, zeig uns, was du kannst. Boah, 3700. Lol. Läuft bei ihm. Aber wie ich sagte, er regelt das hier komplett alleine. Ich hätte den anderen gar nicht mitnehmen müssen. Alter, einfach. Alter, du bist voll krass, Tyranno. Wie ist der denn erst auf Maximalstufe? Alter. Der hat das hier im Alleingang geregelt. Easy für ihn. So, was erwartet uns als nächstes? Der Albertosaurus. Der geht auch schon krass ab. Der Torosaurus und der Uranosaurus. Uranusaurus. Yeah. Aber das wird doch eher schwieriger, würde ich sagen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mit dem Team. Ha. Aber wir können es probieren. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit und gerade sowieso nichts anderes zu tun. Aber yeah, morgen wird es dann kein Jurassic Park Bilder geben. Was machen wir jetzt hier? Wir nehmen mal den Biss. Okay, es ging so. Und dafür dann wieder Clash of Clans. Dann kann ich wieder super zusammensparen. Na, ist das effektiver? Yeah. Gleich haben wir ihn. Boah, so. Stirb. Ah, Mist. Geht er mir aber auf die Nerven. Eieiei, ich muss aufpassen. Weil das hier ist mein stärkster momentan. Jupp. Sehr gut. Und der Urano, der ist nicht ganz so stark. Oi. Er gibt uns aber einfach mal Spezial in die Fresse. Ah! Mist. So, du willst wirklich Stress. Müssen wir jetzt tun. Boah, ich hätte mich jetzt... Boah, er ist nicht verreckt. Alter. Ich hätte mich jetzt übel geärgert. Mist. Wenn er... Ja, ich habe mich übel geärgert. Hab ich gar nichts zu sagen. No comment. So. Müssen wir erstmal die Effektivität hier rausfinden. Na, geht so. Aber im Allgemeinen sind ja die Fleischfresser stärker. Töte ihn. Sehr gut. So, einen hat er nur noch. Au. Das war ja mal luschihaft. Ja, musstest du das abwehren? Ich muss doch gucken, wegen der Effektivität. Au. So nicht. So nicht. Frisst du meinen Spezialangriff. Bam. Sehr gut, er ist fast draufgegangen. Aber auch nur fast. Och nee, ne? Musst du jetzt damit anfangen? Ah! Eieiei. Aber der Uranosaurus ist schon ziemlich schwach. Sollte man echt aufpassen. Der ist in Turnieren nicht zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Wer den da setzt, ist ein Idiot, wirklich. Ja, es ging so. War ganz okay, die Runde. Zumindest wieder zwei Kampfstufen gepackt. Bei 30 sind wir jetzt schon. Sehr, sehr gut. Yo, ich würde sagen, wir machen auch erstmal Schluss. War wieder cool und besonders mit dem Tyranno, der jetzt mega abgeht. Ich werde wieder ein bisschen zusammensparen, dass wir übermorgen wieder richtig Fun haben. Und morgen dann wieder Clash of Clans zur Abwechslung. Und in einer Woche oder zwei Wochen ist alles wieder normal. Da wird es dann auch wieder drei Folgen am Tag geben. Ganz normal. Jurassic World kommt ja sowieso morgen. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.